Willkommen zurück. Ich und der Quietschstuhl sind wieder da. Durchgehend getalkt im letzten Part. Was will man mehr? Hoffentlich können wir gleich auf diesem ähnlich hohen Entertainment-Niveau mithalten, indem wir genauso viel reden. Oder einfach ich, besser gesagt. Ihr redet wahrscheinlich eh und fragt euch, warum ich so schlecht spiele. Ja. Weiter geht's. Hier hinten ist... Ist hier was? Jetzt rutscht mein Headset wieder zu Beginn des Parts. Was will man mehr? Ich glaube, ich muss einfach den Kopf gerade halten. Verdammter Krüppel, setz dich nicht so krüppelt hin. Nein, das war einfach nur ein Weg, der in die Irre führen sollte. Aber es könnte ja sein, man würde ein Vampir-Artefakt oder sowas finden. Aber nein, sowas gönnt man mir nicht. Weil nämlich mag ja keiner. Jedenfalls geht's nach draußen hier. Hier ist der reguläre Weg. Ich habe nochmal gespeichert. Mein Headset mag mich gerade nicht, obwohl es vorher ganz... Oh! Oh, na Satan, du Stinkgesicht, was läuft? Oh. Oh, 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 oh. Genau das wollte ich. Na du blödes. Das ist schon mal ein bisschen schwieriger zu bewältigen. Na? War's das, hä? Bumm! Bumm! Flieg weg! Hat sich. Boom, hat sich das für dich gelohnt, hä? Boom, flieg weg, gute Nacht, so. Schwupp, 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 schwupp. Ja, das war der Razor. Hat sich das gelohnt für dich? Boom, hä? So. Ne, der Rock war der Rocket Boy, echt der Razor, das könnte gut sein. Aber jedenfalls hat er mir den Arsch gerettet. Gegen die zwei Dicken, die anscheinend neue Freunde gesucht haben. Und sich gedacht haben, jo, ist aber nicht so geil, keine Freunde zu haben. Und deswegen wollten die mich so, Mephisto. War wohl nix, hä? Muss mir ein bisschen stärkere Vögel entgegenschicken, um hier einen auf dicke Hose zu machen. So geht das aber nicht. Und wir gehen natürlich unbeirrt weiter, weil da war natürlich nichts für uns, weil wir hart im Nehmen sind. Wir machen hier noch einen Safe, um dem Mephisto noch einen reinzuwirken. Da weiß nicht, dass wir safen können. Und zur Not hätten wir auch neu auf mich mit Steinen zu bewerfen. War wohl nichts, hä? Auseinandergefallen. Oh, hier oben geht's ja auch noch lang. Aber von hier komme ich ja. Blöd. Naja. Naja, wir haben es geschafft. War wohl nichts, Onkel Mephisto. So schnell wirst du mich nicht los. Ganz viele neue Freunde hast du mir geschickt, oder? Spatz, spatz. Da brüllt irgendeiner. Aua! Schmeißt mit Steinen wieder um dich, hab ich gehört. Ja, jetzt hat er einen Arm verloren. Lässt er mich. War wohl nichts. Oh. Ist er hingefallen. Weg. Liegen bleiben. Wollen wir mal mit der Spitzhackenhand um uns werfen. Können wir auch noch. Habe ich schon lange nicht mehr unten einen rausgeschossen. Ja. Okay, das hörte sich jetzt zweideutig an, aber hey, der heutigen Zeit hört sich alles zweideutig an. Zu meiner Zeit sagte man auch noch, er bestieg den Fahrstuhl. Viele Leute denken jetzt, hat besteigen gesagt. Okay, ich hör auf. Jedenfalls, war da wohl nix, hä? Onkel Mephisto, musst ein bisschen härter an die Trickkiste greifen. Wow! Like a Profi. Geh mal weg, du Nerven. Du ebenfalls. Wusch, 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 wusch. So. Wusch, wusch, wusch. Oh, boah, boah. Wusch, wusch. Wusch! 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 Aua, wusch, hab ich gesagt!
Wusch, zum zweiten. Komm raus, Fury. I can feel the fury in my heart. Ja. Ja, ja. Obwohl eigentlich den deutschen Akzent müsste ich mir fürs zweite Spiel aufhalten. Auch ich weiß nicht. Der ist irgendwie. Der ist zwar auch. Der ist zwar der geilste irgendwie so. Vom Flächenschaden her. Und Freunde! Schwapp. Du sollst aufhören, dich selber kaputt zu hauen. Du solltest aufstehen und andere kaputt hauen. Er hat was gesehen! Schmeiß einen Stein! Hui! Putt! Hau ihn weg! War da eine Qualle? Nektar-Qualle. So geht das nicht. Sonst noch irgendwo eine Qualle. Oh, da hinten ist was. Ich komme! Oder komme ich von hier? Da muss ich hier hin, oder sollte ich noch nicht hier hin? Spotz. Jedenfalls der Onkel. Hier kann ich hin. Da hinten ist alles offen. Oh, da hinten ist ein riesiges Tor. Riesige Tore. Heißen meist, dort geht's lang. So. Jetzt hackt's aber. Vielleicht doch noch mit der Eishand rum. Hey. Findest du das eigentlich lustig? Hä? Einfach so meine. Da war wohl nichts, hä? Bumm, geh mal weg. Wupp. Na, mein Freund. So. Sonst noch gerade jemand. So, ich möchte gerne mich mal hier hinten umsehen, wenn man erlaubt. Ohne Spinnendistraction. Natürlich nur. So. Möchte sich keiner noch dazu. Klar, möchten sich da noch ein paar dazu gesellen. Komm, ordentlich. Du ebenfalls. Hast du noch jemanden mitgebracht? Natürlich. Geh mal weg. So. Wir machen mal Vampire Slayer mit dem. Nicht mit dem Rocketman. Der Rocketman ist mir zu teuer. Genau, mit dem da. Und ihr macht alle so einen Terror nur wegen dieses Vampir-Artefakts oder was? Das gehört eh mir. Also. Ich bin ein rechtsmäßiges Mitglied der Wurstspirale. Deswegen gehört mir das. Geh mal weg. Auf mich anzuspringen. So. Warum wechselt der eigentlich immer wieder? So. Hat sich das gelohnt für dich? Ich hoffe doch. Weil für mich lohnt sich das immer. Ich könnte mal bei Gelegenheit wieder Mumpfi, den Mumpf-Totenkopf, herbeirufen. Aber wirklich erst, wenn es lohnt. Auf mich anzuspringen. Sagte, hör mich auf anzuspringen. Gibst du noch? Nice, danke schön. Ah! So ein alternativer Weg hier nach oben. Sie sagte, geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Geh mir weg. So, danke. Geh mir aus dem Weg, danke. Hui. You again? Oh, da ist einer eingesperrt. I guess you screwed up one time too many, didn't you? Now you're rotting that cell for all eternity. I fought you because I had no choice, human. The demons controlled my soul, made me their puppet. But now I am nothing, trapped in this place. Help me. We want the same thing. I can help you if you help me. You need my help? Last time I saw you, you could go anywhere you wanted in a puff of smoke. Not now, human. My power of teleportation has been denied to me, and I need only take a step beyond the walls of my cage, and these guardians will awaken and devour me. Bad luck for you then, I'd say. I don't want anything from you. You must help me. Don't you understand? It is destiny. Only I can channel the arcane energies into the stones to open the way to Mephisto's Aerie.
You cannot reach the Devil King without me. Protect me from the Guardians, and I will do this for you. And what if I don't? What is it that some of your kind say? The enemy of my enemy is my friend. It is ordained, human. If you do not protect me, all will be lost. Your long odyssey will have been in vain. Ui, wollen wir natürlich nicht. Oh! Oh, es geht schon weiter. Yo! Okay, meine Freunde, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Necrovision. Auf Wiedersehen.